Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das ist der Surface Laptop 2. Und ich weiß, er sieht exakt genauso aus wie sein Vorgänger. Es gibt äußerlich absolut keinen Unterschied. Das Gehäuse ist auf den Millimeter gleich geblieben. Derselbe Rahmen aus dieser hochwertigen Magnesiumlegierung umgibt dasselbe hochauflösende 13,5 Zoll Display im 3:2 Format. Und sogar die Anschlüsse sind exakt gleich geblieben. Rechts haben wir einen Surface Connect Anschluss und links einmal USB 3.0 Typ A sowie den Mini DisplayPort und einen 3,5 mm Klinkenstecker. Nachdem äußerlich kein Unterschied besteht, will ich jetzt nicht des Langen und des Breiten erklären, wie toll doch die Verarbeitung, das Display und das Touchpad doch sind, weil es ja die gleichen Komponenten sind wie beim Vorgänger. In einem Wort, exzellent. Mir ist kein Notebook untergekommen, was wertiger ist als der Surface Laptop. Das Metall ist robust, beim Display gibt es null Biegung und alles sitzt bombenfest. Und das Aufklappen mit einer Hand geht trotzdem federleicht. Mehr Worte muss ich dazu echt nicht verlieren. Die Verarbeitung ist perfekt. Und die Tastatur ist wirklich, wirklich gut. Deutlich besser sogar als beim MacBook Pro. Sie ist in Wahrheit besser als bei jedem anderen Notebook, außer bei einem einzigen, dem Surface Book 2. Trotzdem, das Tippen beim Surface Laptop 2 ist einfach ein Genuss. Es ist ein tolles Gerät zum Schreiben und zum mobilen Arbeiten generell. Wenn man die Hände auf diesem weichen Alcantara abgelegt hat, könnte man gefühlt Ewigkeiten darauf schreiben. Das große Glas-Touchpad reagiert wundervoll, ist unglaublich präzise und schnell. Und jetzt habe ich im Schwärmen sogar mehr dazu gesagt, als ich eigentlich wollte. Bevor ich allerdings mit den Unterschieden und dann mit der Zukunftssicherheit weitermache, würde ich ganz gerne etwas in eigener Sache sagen. WindowsArea ist ein YouTube-Kanal, wo wir uns große Mühe geben, objektive und ehrliche Tests von Windows-Geräten zu produzieren. Aus diesem Grund würde ich mich echt darum freuen, wenn ihr uns schon mal ein Abo gebt. Wir sind ein kleiner Kanal und das würde uns echt helfen. Aber weiter geht's. Außenrum bleibt, wie schon so oft gesagt, ja alles gleich. Der Surface Laptop 2 ist wie bisher in Platin, Bordeauxrot und Kobaltblau erhältlich. Wenn ihr wollt, dass alle wissen, dass ihr die zweite Generation habt, müsst ihr zur neuen mattschwarzen Variante greifen. Es gibt zwar auch ein rosa Modell, aber das ist nur für den chinesischen Markt bestimmt. Die neue Farbe wäre einmal der erste Unterschied zum Vorgänger. Unter der Haube steckt dann aber noch eine ganze Menge mehr, was den Surface Laptop 2 von seinem Vorgänger unterscheidet. Mit der neuen Version bringt Microsoft die Intel Core Prozessoren der 8. Generation mit. Aber es handelt sich noch um Chips der Kaby Lake R und nicht der Whiskey Lake Architektur. Somit ist der Surface Laptop 2 in Benchmarks ein bisschen langsamer als die neuesten Laptops. Seit dem Surface Pro 4 und dem damaligen Skylake Debakel macht Microsoft das nicht mehr, dass sie nur noch die allerneuesten Intel Prozessoren in ihre Geräte verbauen. Ich finde das ein bisschen schade. Hauptsache ist aber, dass der Surface Laptop 2 den Sprung auf Quad-Core-Prozessoren endlich geschafft hat. Das ist ein Unterschied, den man wirklich merkt. Die neuen Prozessoren bieten erheblich mehr Leistung als ihre Vorgänger. Und wenn ihr aus irgendeinem Grund überlegen solltet zwischen Surface Laptop 1 und 2, solltet ihr auf jeden Fall die zweite Generation kaufen. Selbst wenn der Preisunterschied etwa bei 20% liegt. Rein von der Performance ist das Upgrade es absolut wert. Es gibt zwei Prozessorkerne mehr, aber die Größe des Akkus ist exakt gleich geblieben. Trotzdem verspricht Microsoft weiterhin 14,5 Stunden Laufzeit, wie auch beim Vorgänger. Realistisch ist das bei aller Ehrlichkeit nicht. Durch den natürlich höheren Stromverbrauch könnt ihr bei normaler Nutzung damit rechnen, dass ihr mindestens eine Stunde weniger Laufzeit bekommt als bei der ersten Generation. Statt 10 Stunden schafften wir beim Core i5 Modell noch knappe 9 Stunden. Das geht aber absolut in Ordnung, aber hier muss ich auch sagen, dass das Huawei MateBook X Pro mit seinen 9 bis 10 Stunden in meinem Test noch eine Spur länger unterwegs ist. Und das Huawei MateBook X Pro ist auch eine perfekte Einleitung zu dem Thema, weshalb ich den Surface Laptop 2 in Wahrheit noch testen wollte. Zukunftssicherheit. Zugegeben, das ist ein ziemlich komisches Wort, aber es ist irgendwie die häufigste Frage, die ich zum Surface Laptop 2 gestellt bekommen habe. Wie zukunftssicher ist das Ding? Und das hat hauptsächlich was damit zu tun, dass der Surface Laptop 2, der Ende 2018 auf den Markt gekommen ist, immer noch keinen USB-C-Anschluss hat. Und das, wo andere High-End-Laptops vom MateBook X Pro über das MacBook Pro bis hin zu Geräten der oberen Mittelklasse wie das Lenovo Yoga S730 nur noch USB-C nutzen. Haben denn diese Hersteller alle einen Schuss? Oder macht hier Microsoft den Fehler? Und ganz ehrlich, das tut Microsoft. Einen richtig dummen Fehler, den man ganz offensichtlich aus purer Arroganz und Unwilligkeit gemacht hat. Microsoft wollte diese paar Euro nicht investieren, um einen USB-C-Anschluss zu verbauen und das Gehäuse entsprechend anzupassen.
Abgesehen vom Prozessor kann Microsoft nämlich so 100% der Komponenten vom Surface Laptop 1 wiederverwenden. Oder ich sag's mal anders, recyceln. Das Prozessor-Upgrade ist zwar echt toll und den Aufpreis zur ersten Generation jedenfalls wert, aber nur dieses eine Refresh als neue Produktgeneration zu verkaufen, so dreist ist nicht mal Apple. Das ist ein Surface Laptop 1S. Okay, Microsoft hat jetzt erstmal den Weg des geringsten Aufwands gewählt. Ist das denn so schlimm, dass der Surface Laptop kein USB-C hat? Nun, ganz ehrlich, ja, ist es einfach. Weil man stattdessen einen veralteten, weniger potenten und vergleichsweise seltenen Mini-Display-Port bekommt. Über USB-C könnt ihr externe Speichermedien und Geräte anschließen, den Laptop eventuell sogar aufladen und dann noch auch Displays anschließen. Zwei USB-C-Ports mit Thunderbolt, wie ihn sogar das deutlich günstigere Yoga S730 hat, und ihr könnt auch eine externe Grafikkarte dranhängen. Ja, für USB-C werdet ihr erstmal auch einen Adapter brauchen, das gebe ich zu. Aber wie lange noch? Der nächste Monitor, den ihr kauft, der könnte schon USB-C haben. Der nächste oder spätestens übernächste USB-Stick auch. Die Hardware gibt es. Und wenn ihr eine SD-Karte in euren 2019 gekauften Laptop stecken wollt, der keinen SD-Kartenslot hat, dann empfiehlt sich auch so ein USB-C-Hub. Das kauft ihr dann heute einmal und wenn ihr es nicht verliert, habt ihr es für immer für all eure USB-C-kompatiblen Geräte. Ein paar verblendete Microsoft-Super-Fanboys verteidigen den Surface Laptop damit, dass wir Kunden ja solche dummen Vollidioten sind, dass uns dieser universelle und wirklich tolle Anschluss verwirrt. Zum Beispiel können wir nicht verstehen, warum man das Ding nicht über ein Handynetzteil aufladen kann. Oder warum kann man den Laptop nicht an ein Auto anschließen? Wo ist da die Logik, wenn doch dieser tolle Anschluss angeblich alles kann? Aber mal Spaß beiseite, selbst der dümmste unter uns Kunden lässt den Laptop einmal die ganze Nacht am Handynetzteil aufladen und dürfte dann kapieren, dass am nächsten Morgen immer noch kein Saft da ist. Für das nächste Mal weiß er's besser. Fertig, Lektion gelernt und das Leben geht weiter. Mit der Dummheit einiger weniger Kunden gegen USB-C zu argumentieren, ist ehrlich gesagt richtig blöd. Das ist so, als würde ein Autohersteller sagen, man baut nur noch Automatikautos, weil einige Menschen nicht manuell fahren können. Warum soll diese kleine Gruppe allen anderen den Spaß am manuellen Getriebe verderben? Und leider hat auch Microsoft ein bisschen angefangen, so zu argumentieren. Wie ist also mein Fazit? Ich liebe den Surface Laptop 2. Er ist ein so großartiger Laptop. Er hat ein wirklich gutes, helles Display mit diesem schönen 3:2 Format und Stiftunterstützung, wirklich schnelle Hardware, eine phänomenale Tastatur, ein großartiges Touchpad und eine traumhafte Verarbeitung mit dieser angenehmen Alcantara-Haut, wo man einfach gerne die Handballen ablegt. Dieses Ding ist so ein verdammt guter Laptop. Aber bei der Zukunftssicherheit fällt er für mich durch. Weil die Geeks unter euch, die alle 2 Jahre ohnehin einen neuen Laptop kaufen, für die ist es zwar auf lange Sicht kein Problem. Aber ihr seid halt Nerds und ihr habt deshalb wahrscheinlich schon USB-C-Zubehör. Und alle Normalkunden, die so einen Laptop vielleicht sogar 7 Jahre lang verwenden wollen, für die ist USB-C genauso Neuland wie das Internet für Europas Volksparteien. Aber auch diese Kunden wird USB-C früher oder später erreichen. Erstmal im Smartphone, später vielleicht bei Kopfhörern, Mäusen und so weiter. Und in 5 Jahren, wenn die alten Windows 7 Kisten längst in Vergessenheit geraten sind, kann ich mir ein Leben ohne USB-C nur schwer vorstellen. Ich wäre ganz gern bereit für diese Zukunft. Und der Surface Laptop 2, so unglaublich großartig, wie er auch sein mag, ist es leider nicht. So, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn ihr noch mehr Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows 10, Xbox und Surface sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns natürlich auch gerne ein Like da. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.